Wir leben Wrestling. CJ Perry mit Infektion. Wie sie über Ex mitteilte, leidet CJ Perry an einer Infektion. Diese weitet sich momentan von ihrem Finger auf ihren ganzen Arm aus. Wie lange die ehemalige Lana ausfallen wird, ist nicht bekannt. Jedoch gab sie in ihrem Post an, bald an der Seite von Andrade in Mexiko debütieren zu wollen. Update zur Verhaftung von Liv Morgan. Gestern berichteten wir, dass Liv Morgan wegen Drogenbesitzes verhaftet wurde. Nun gab der PW Insider Einblicke, wie die WWE auf diesen Vorfall reagierte. So stehe die Company voll hinter Morgan und sie habe keine Konsequenzen zu fürchten. Im Rahmen von WrestleMania 40 soll sie sogar in ein großes Programm eingebunden werden. Backstage sei Morgan sehr geschätzt, da sie dem Klima in der Umkleide sehr gut tue. Nach dem Vorfall habe die Company Morgan schnell kontaktiert und sei nun davon überzeugt, dass die Drogen aus ihrem Auto nicht ihr, sondern einer anderen Person gehörten. Charlotte Flair schlimmer verletzt als gedacht? Nachdem bekannt wurde, dass Charlotte Flair sich eine Knieverletzung zugezogen hat, berichtet nun Mike Johnson, dass die Verletzung schlimmer sei als zunächst gedacht. Flair habe neben einem gerissenen Kreuzband noch einige weitere, nicht näher definierte Schäden am Knie davongetragen. Flair soll um die Weihnachtsfeiertage herum operiert werden. Chelsea Green vor Push? Einem Bericht von Fightfans zufolge soll Chelsea Green vor einem großen Push in den kommenden Monaten stehen. Dieser soll relativ bald nach WrestleMania 40 beginnen und sich den ganzen Sommer lang ziehen. Was genau in dieser Zeit für Green geplant ist, ist nicht klar. Hat Randy Orton einen neuen Entrance-Song abgelehnt? Im Rahmen seines Comebacks bei der Survivor Series hat es wohl innerhalb der WWE Diskussionen um einen neuen Theme-Song für Randy Orton gegeben. Das berichtet Fightful. Man habe das Gefühl gehabt, Orton brauche frischen Wind. Die Viper selbst reagierte auf diesen Vorschlag jedoch negativ und lehnte die Idee ab. Die WWE akzeptierte dies, jedoch ist es nicht ausgeschlossen, dass die WWE weiterhin versucht, Orton von einer neuen Musik zu überzeugen.